Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich vermute mal, dass der Regen doch den einen oder anderen aufgehalten hat. Aber die sind selbst schuld, wenn sie heute Abend nicht bei dem tollen Klavierkonzert von Martin Engel dabei sind. Und wir haben ein kleines Jubiläum. Der Martin ist jetzt zum 5. Mal, wenn ich richtig gerechnet habe, hier in Worms, um zu spielen. Und ja, zu unserem Verein, der Verein Gemeinsam Leben, Worms-Wonnegau. Wir kümmern uns um Inklusion in Schulen, Kindergärten, Freizeit, was die Arbeit betrifft. Da versuchen wir, die Inklusion in Worms voranzubringen. Ja, da gibt's noch ein bisschen was zu tun. Ja, mein Vorstandskollege hier, der nickt mit dem Kopf. Aber wir sind immer wieder bemüht, auch bei den Aktionstagen, die Anfang Mai stattfinden, unterstützt auch von der Aktion Mensch, Veranstaltungen zu machen. Am Dienstag hatten wir die Wochenendrebellen, einen Film über einen autistischen Jungen, der auf einer wahren Tatsache beruht. Da waren viele Menschen da und ja, haben erstmals erfahren, was es heißt, ein autistisches Kind zu haben. Das war sehr interessant, auch die Gespräche hinterher. Aber genug der Worte. Freuen Sie sich mit mir auf einen wunderschönen Klavierabend mit Martin Engel. Sein Programm sagt er besser selber an, denn das kennt er gut, da bin ich nicht ganz so fit. Und ja, am Morgen um 18.30 Uhr ist im Rhein-Lokal über das Internet der offene Kanal zu sehen. Ich darf mich auf dem Weg auch schon mal ganz herzlich bedanken beim Team, die das Konzert heute aufnehmen und dann morgen ins Netz stellen und dann kann man es auch abrufen. Bedanken möchte ich mich auch beim Herrn Schumann hier vom Wormser, der uns immer wieder hervorragend betreut, alles gut vorbereitet. Gucke ich mal auf meinen Zettel, ob ich auch nichts vergessen habe. Ja, eins noch, Sie können sich schon auch auf 2025 freuen. Am 30.03. ist Martin, am 30.04. ist Martin wieder da. Wir konnten das diesmal ganz frühzeitig alles schon festmachen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Abend. Vielen Dank. Thank you.
So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Karl Philipp Emanuel Bach ist zu seinen Lebzeiten sogar berühmter gewesen als sein Vater Johann Sebastian Bach. Neben so vielem hat Karl Philipp Emanuel Bach 6 Sammlungen von Rondos, Sonaten und freien Fantasien geschrieben für Kenner und Liebhaber. Den Begriff muss man vielleicht ein bisschen in die heutige Zeit übersetzen. Mit Kennern und Liebhabern ist eben das gemeint gewesen, was wir heute unter Berufsmusikern und Laienmusikern verstehen. Die Musik von Karl Philipp Emanuel Bach ist sehr interessant. Diese beiden nun folgenden Rondi sind sehr interessant, sehr kompakt, dramatisch, aber besonders das zweite auch sehr witzig und spritzig, sehr humorvoll. Harmonisch auch sehr interessant, diese beiden Stücke. Sehr rhetorisch, sehr sprechend auch. Das ist ein Merkmal für die Musik von Karl Philipp Emanuel Bach. Und er steht ein bisschen, kann man sagen, so als Bindeglied zwischen der Barockmusik und der klassischen Epoche. Thank you.
Thank you.
Joseph Haydn war am Ende des 18. Jahrhunderts der berühmteste Musiker in Europa. Also nicht etwa Mozart oder Beethoven, wie man vielleicht annehmen könnte, nein, es war Joseph Haydn. Er hat auch übrigens ein gutes Verhältnis zu Karl Philipp Emanuel Bach gehabt. Es gibt nämlich dieses berühmte Zitat von Haydn, wo er gesagt hat, wer mich kennt, wird finden, dass ich ihn, also Karl Philipp Emanuel Bach, gründlich studiert habe. Die englische Sonate C-Dur schrieb Haydn 1794, da hat er sich aus seiner zweiten Englandreise befunden und in dieser Sonate macht sich Haydn die Eigenheiten der englischen Fortepiani, der englischen Hammerflügel, zunutze. Er nutzt den größeren Tonumfang aus, der reicht oben übrigens über das dreigestrichene F hinaus. Und es ist auch bezeichnend, dass diese Sonate nicht mehr für das Cembalo gedacht ist, sondern für das Fortepiano, denn an zwei Stellen im ersten Satz schreibt Haydn Open Pedal, womit eben gemeint ist, dass das rechte Pedal über mehrere Takte hinweg ausgehalten werden soll. Und auch der dritte Satz dieser Sonate ist auch sehr humoristisch, mit typisch haydnischem Humor geprägt. Thank you.
Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch folgenden Hinweis. Es gibt die Möglichkeit, während der Pause oder auch noch nach dem Konzert meine CD zu kaufen. Sie enthält Werke von Mozart, Chopin und Schumann. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere auf die Aufnahme Lust bekommen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten machen wir jetzt eine kleine Pause und dann geht es gleich weiter. Dankeschön. Das folgende Allegretto in C-Moll gehört zum Spätwerk von Franz Schubert. Er schrieb es 1827. Der Anlass dazu war folgender. Sein Freund Ferdinand Walcher begab sich fort aus Wien zu einer mehrmonatigen Dienstreise nach Venedig. Und daher schrieb Schubert dieses Stück für ihn. Ferdinand Walcher muss ihm sehr nahe gestanden haben, denn die beiden hatten einander erst 1826 kennengelernt. Doch war die Freundschaft schon so tief, dass Schubert ihm dieses kleine Stück gewidmet hat. Thank you.
Die folgende A-Dur-Sonate ist früher entstanden. Sie ist entstanden 1819 und Schubert hat sie für die Pianistin Josephine Koller geschrieben, die aus Oberösterreich stammte. Erschienen ist diese Sonate allerdings erst 1829, also 10 Jahre später. Ein Schicksal, das übrigens vielen Werken von Franz Schubert widerfahren ist, die dann erst posthum, also nach seinem Tode, erschienen sind. Diese Sonate ist eben dreisätzig angelegt. Es fehlt nicht an wunderbar lyrischen Momenten, aber auch an dramatischen Momenten fehlt es nicht. Und an sehr heiterem fehlt es auch nicht. Davon gibt es auch manches. Sehr farbig, dieses Stück. Das Thema des zweiten Satzes hat Schubert übrigens verwendet, auch in einem seiner Lieder mit dem Titel »Der Unglückliche«. Thank you.
Das letzte Stück gehört wieder zum Spätwerk von Franz Schubert, auch wenn das ein bisschen ein paradoxer Titel ist, wie ich finde. Wir reden von einem gerade mal 31-Jährigen, so jung ist er ja nämlich gestorben, und da spricht man dann gerne schon vom Spätwerk und Spätstil. Aber wie dem auch sei, er hat zwei Serien von Impromptu geschrieben, und aus der ersten Serie der Impromptu nun die Nummer 3 in Gestur, ein sehr lyrisches, liedhaftes Stück, was aber auch in der Mitte durchaus dramatisch zugeht.
Meine Damen und Herren, vielen Dank. Als kleinen Ausklang noch ein Stück von Robert Schumann, nämlich aus seinen Kinderszenen, die Nummer 1, betitelt von fremden Ländern und Menschen. Liebe Gäste, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei diesem ja einfach grandiosen Klavierabend mit Martin. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und Ihnen wünsche ich einen guten Nachhauseweg. Ich glaube, der Regen hat aufgehört. Also die Wartezeit haben Sie wirklich hervorragend überbrückt. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss.